ein herzliches Hallo heute in dieser spannenden Quadriga-Runde mit der Dr. Stefanie Robben-Meyer und der Ulrike Parten und der virtuellen Amelie B. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Sehr gerne, Carmen. Ja, virtuelle Amelie, da müssen die Leute jetzt noch ein bisschen mehr erfahren, sonst denken wir sind spooky. Absolut. Ich freue mich auch total, von euch zu hören, wie das ist mit eurer Amelie und in was für Gefühlswelten sie sich so begibt und wie sie das alles so meistert. Und ja, vielleicht, Amelie, sag mal, willst du uns was von deinen Soul Sisters erzählen? So, wer ist jetzt das Sprachrohr für die Amelie? Uli oder Stefanie? Fang mal an, Stefanie. Leg mal los. Also Amelie, glaube ich, würde jetzt sagen, meine beiden Soul Sisters sind, glaube ich, vom ersten Eindruck optisch sehr unterschiedlich. Ich glaube, wir sind so ein bisschen Pit und Patachon. Das meine ich sehr liebevoll. Ich glaube aber, dass sich da wirklich zwei Soul Sisters gefunden haben, die sich sehr eng im Geiste sind. Und ich hoffe, ich bin jetzt nicht übergriffig, Uli, wenn ich das so sage, aber wir stellen immer wieder fest, und ich glaube, das sieht Amelie von außen auch, dass wir ganz viele Dinge haben, von denen wir sagen, wow, das kenne ich auch oder das habe ich auch schon erlebt und das verbindet uns. Und das fließt natürlich alles in die Figur der Amelie hinein. Und ich glaube, was Amelie auch sagen würde, wäre, dass die Stefanie, also ich, diejenige gewesen ist oder ist, die den theoretischen Input gibt aus ihrer Arbeit als Coach heraus und dass die Uli die geniale Fähigkeit hat, und das meine ich jetzt auch nicht überschwänglich, sondern ich bin wirklich davon überzeugt, Uli ist eine geniale Schreiberin, die eine wunderbare Geschichte rund um die Person Amelie geschrieben hat mit dem Titel Szenenwechsel. Und was es damit auf sich hat, Carmen, das kriegst du ja im Laufe des Gesprächs für unsere Zuschauer noch raus. Ah, da bin ich ja richtig gespannt. Und wie siehst du das, Ulrike? Wie war nochmal die Frage? Ich habe so der Stefanie gelauscht. Ich war total im Bann. Du, ich bin jetzt ganz weg irgendwie gekommen. Wie das für die Amelie ist mit dir als einer ihrer Soul Sisters, Seelenschwester. Also ich habe die Amelie inzwischen sehr lieb gewonnen und sie mich hoffentlich auch. Ne? Geboren wurde sie ja einst von Stefanie, die hatte ja schon im Kopf eine Figur Amelie zu haben. Der Name stand auch schon fest. Auch, dass wir ein bisschen was oder das, was ein bisschen über die Figur erzählt werden soll zu den familiären Kompetenzen in der Führung. Und ich hatte dann das Glück, sie auf eine ganz neue und viel intensivere Art zu erschaffen, die liebe Amelie, wie das eigentlich geplant war. Denn eigentlich war ein Fachbuch geplant, ein Ratgeber von Stefanie, und da sollten nur so kurze Sequenzen eingefügt werden am Beispiel Amelie, um das praktisch zu beleuchten. Ich habe das Konzept nicht ganz top gefunden, diese Mischung, und irgendwann haben wir uns dann entschieden, wenn schon Amelie, dann richtig, wir machen einen kompletten Roman. Und ich bette da quasi die Expertenbotschaften auf subtile, auch manchmal augenzwinkernde Weise ein. Und das hat natürlich mir die Möglichkeit gegeben, wahnsinnig tief in die Figur einzutauchen, ihren Charakter zu erschaffen, Handlungsstränge. Also wenn ich schreibe, bin ich in dem Moment Amelie. Da bin ich vollkommen in der Geschichte und daher sehr eins mit meiner dritten Soul Sister. Ich finde das ganz großartig, zumal es ja tatsächlich auch heute sozusagen immer mehr auch neurologisch bewiesen ist, wie wichtig das ist, mit den inneren Anteilen zu kommunizieren. Und ich sehe eure Amelie als so eine Art Repräsentantin für das, was in uns Menschen so vorgeht. Und vielleicht können wir mit diesem Emo-Talk ein bisschen dazu beitragen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Zuschauerinnen und Zuschauer für sich Impulse bekommen, wie sie auch ihre eigenen Anteile, so wie du so schön gesagt hast, lieb gewinnen können. Denn nur wenn wir wirklich alles, was
in uns schlummert oder poltert oder wie auch immer es sich bemerkbar macht, wenn wir das in uns mit liebevoll aufgreifen, es mit einer Menschenliebe begegnen, dann, ja, dann können wir wirklich auch wahrhaftig unser Leben führen. Und unser Thema ist ja Menschenliebe. Und ja, ich bin natürlich neugierig, was sagt denn die Amelie zu diesem Thema? Was für Erfahrungen hat sie gemacht? Wie geht sie damit um? Und ich weiß, dass sie euch immer die Antworten zuflüstert und bin schon neugierig. Also ich sehe Amelie als absolute Menschenfreundin an. Ich glaube, Amelie hat einen großen Respekt und eine große Wertschätzung für Menschen. Und ich glaube, das erlebt man auch, wenn man die Figur wirklich begleitet. Wir sind ja jetzt auf der Homepage bei Kapitel 6, bei LinkedIn sind wir bei Kapitel 3. Das heißt, Amelie ist noch 4. eine ganz neue Bekanntschaft für die Leserin. 4, Kapitel 4. Entschuldige bitte. Oh, you made my day. aber nichtsdestotrotz immer noch neu, weil wir haben ja schon ganz viel geschrieben. Und ich empfinde als Amelie wirklich sehr, sehr respektvoll, sehr gerecht. Sie hat ein großes Empfinden für Gerechtigkeit. Sie ist sehr nah an ihren Mitarbeitern, obwohl sie eine sehr hohe Position im Unternehmen hat. Und das ist auch immer so ein Wunsch von mir. Ich arbeite ja fast ausschließlich mit Führungskräften. Und ich mag gerade Führungskräfte immer darauf hinweisen, dass es so wichtig ist, sich mit seinen Mitarbeitern auseinanderzusetzen, dass man wirklich nicht natürlich im Wortsinne Menschenliebe ins Unternehmen trägt. Das ist ein bisschen pathetisch. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass nur derjenige Chef oder diejenige Chefin, die seine Mitarbeiter wirklich mag, sich für sie interessiert, für sie offen ist, dass sie sie auch dann führen kann. Weil ich glaube, es funktioniert nicht zu sagen, ich habe so und so viele Mitarbeiter, das sind alles Leute auf meiner Payroll, die versehe ich jetzt mit Nummern und die führe ich dann. So funktioniert in meinen Augen Führen nicht. Deswegen ist dieses Thema, was du hast, Carmen, diese Emotionen, diese Menschenliebe, das, was auch in uns drin ist, ist ein ganz, ganz wichtiges auch in meiner beruflichen Arbeit. Und ich finde, Uli hat das wunderbar in der Amelie zum Tragen gebracht, dass sie eine sehr, ich nehme mal so ein altmodisches Wort, eine sehr resolute, patente Frau ist, die ihr Ding macht, die den Titel gemäß die Szene immer wechselt zwischen Führen in der Familie und Führen im Unternehmen. Und sie hat aber über diesem Stress, der ihr auch manchmal begegnet, sowohl privat wie auch beruflich, nie diese Menschenliebe verloren, sondern ist eine Kümmerin, ist jemand, der fürsorglich ist, ist jemand, der gerecht ist, für jemanden einsetzt. Und das finde ich auch ganz wichtig, sie vergisst sich aber darüber selbst nicht. Das hat Uli auch ganz wunderbar eingebaut. Sie macht tagsüber kleine Pausen, sie nimmt sich mal eine Auszeit mit einer Freundin. Also ich glaube, das beschreibt Amelie sehr gut, auch im Hinblick auf deine Thematik haben. Also so wie ich das höre, ist sie eine Frau, die gut für sich sorgt, die eine schöne Selbstfürsorglichkeit hat und die auch kein Thema mit dem Thema Selbstliebe hat. Nein, also ich würde es nicht so sehen, Uli. Ich glaube, das hast du ganz gut eingebaut. Vielleicht, weil wir selber manchmal hadern, muss die Amelie das können. Genau. Das ist ja das Schöne am Menschsein, dass wir nicht perfekt sein müssen. Wir sind nicht Mr. und Mrs. Perfect, sondern Mr. und Mrs. Right. Und das verkörpert eure Amelie ganz zauberhaft. Ich finde es einfach schön. Wie sieht das denn aus? Ihr habt ja auch gesagt, dass es für Führungskräfte so wichtig ist, dass sie eben diesen Kontakt zu ihren Mitmenschen halten. Welche Rolle spielen dabei Bedürfnisse? Was sagt die Amelie dazu? Uli, soll ich die Frage übernehmen? Ich glaube, das ist fachlich mehr dein Gebiet, ja. Entschuldigung. Also ich sehe Amelie so, ohne dass ich ja so viel Input in die Figur geben konnte. Ich habe ja den fachlichen Input vorgegeben, aber ich sehe Amelie wirklich so, wie Uli sie ganz, ganz toll dargestellt hat. Ich sehe sie als Frau mit Stärken und mit Schwächen. Also wir haben keine Mrs.
Superwomen oder Superleaderin oder whatever haben wir nicht erfunden, sondern wir haben eine Frau mit hohem Anspruch an sich selber als Role Model, auch bewusst als diese Figur erfunden, die aber durchaus auch mal an der einen oder anderen Stelle schwächelt. Und wir meinen damit nicht, dass Schwächeln etwas Negatives ist, sondern etwas Authentisches, weil wir ja im Leben auch so sind. Und du hast es ja gerade wunderbar gesagt, wir sind nicht Frau schlecht oder Herr schlecht in diesem Moment, sondern wir sind einfach in dem Moment so, wie wir sind. Und das war uns auch wichtig bei der Amelie, dass sie authentisch ist und dass sie zum Beispiel, wenn sie merkt, sie kommt nicht weiter, weil zu viele Belastungen auf sie zukommen und das die Leserinnen und Leser ja dann sehen. Also es gibt ein paar Dinge, die privat echt zu wuppen sind und trotzdem muss sie ja im Job ihre Frau stehen. Und dann sagt sie auch mal, boah, hier komme ich so nicht weiter, hier stehe ich auch mit meiner eigenen Bedürfnissituation wirklich vor so einer Wand. Ich nehme jetzt mal mein Köfferchen, pack mir das, nehme meine beste Freundin und fahre mal 2-3 Tage mit der weg, einfach um auch mal einen Perspektivenwechsel zu haben. Und ich finde, dann schließt sich immer wieder sehr schön der Kreis zu diesem Selbstfürsorge-Thema, Selbstachtsamkeit-Thema, von dem Uli und ich beide sehr überzeugt sind, das müssen wir Frauen, Mamas, Freundinnen, Schwestern, Tanten, also in all den vielen Rollen, die wir so haben, müssen wir diese Selbstfürsorge haben, weil wenn wir nicht auf uns selber achten, können wir für keinen anderen Menschen da sein. Dann liegen wir irgendwann in der Ecke und dann muss man sich um uns kümmern. Also sollten wir doch lieber schnell mit der Selbstfürsorge anfangen in einem gesunden Maße. Und das zeigt Amelie sehr schön. Also sie versucht wirklich, ihre mir eingangs erwähnte Menschenliebe zum Tragen zu bringen. Wenn sie jedoch merkt, oh, hier ist so ein Moment, hier kann ich nicht mehr, dann nimmt sie sich auch mal raus aus der Situation und geht auf ihre eigene Bedürfnislage ein. Und das, finde ich, hat Uli cool gemacht. Der eine oder andere Leser mag vielleicht an der einen oder anderen Stelle denken, hätte ich das anders gemacht. Darum geht es ja. Es geht ja darum, sich zu identifizieren und zu gucken, sich spiegeln zu lassen, ins Sparring zu gehen und zu schauen, hätte ich das genauso gemacht, hätte ich das anders gemacht. Und dann kommt ja ein ganz wesentlicher Punkt bei diesem Experiment ins Spiel. Wenn du zum Beispiel eine bestimmte Szene lesen würdest und würdest sagen, das hätte ich aber gerne anders gemacht, dann könntest du uns schreiben, und könntest sagen, ich möchte gerne mit der Amelie interagieren. Und dann würden wir versuchen, dann würden wir ein Gespräch miteinander besprechen, wie können wir das machen. Und Uli würde versuchen, etwas einzubauen. Das ist ja auch Teil dieses etwas anderen Buches, das wir eben nicht als Print veröffentlicht haben, sondern darum haben wir eine virtuelle Heldin auf LinkedIn mit korrespondierender Homepage. Absolut, das ist ja genau das Spannende. Und ich finde es einfach nur klasse, was ihr damit bewegt. Und wie sieht es aus? Amelie ist ja eine sehr, sehr menschliche Figur. Wie kommt sie damit klar, wenn es einfach Probleme gibt? Der Alltag ist ja gespickt von Problemen, mit Problemen und Herausforderungen und Planbarkeit wird immer weniger möglich in diesen wilden Zeiten. Ja, wie packt das eure Amelie? Also es geht durchaus turbulent bei ihr zu, auch privat. Aber wir haben Amelie vielleicht so ein bisschen analog auch an uns. Deswegen ist sie uns in manchen Dingen sehr nah. Stefan und ich, wir haben beide auch einfach sehr viel in Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Ich nenne es mal, also Stefanie als Coach ja sowieso, sonst hätte sie wahrscheinlich einen falschen Beruf. Ne? Aber auch ich, also das sind wirklich... wir haben verschiedene Tools zur Verfügung. Das heißt nicht, dass uns immer alles gelingt und dass wir nicht auch mal, ne? Und so ähnlich ist Amelie auch. Die ist sehr mit dieser Selbstversorgung, aber auch mit der Ahnung, wie sie mit Dingen umgeht. Sie hat auch ihr Leben lang, so haben wir es jetzt einfach mal rein interpretiert, einfach schon auch Umgang geübt, gelassen zu bleiben, mal durchzuatmen, nicht auszuflippen. Also sie hat da verschiedene Mechanismen, die sie ganz gut beherrscht. Es gibt aber auch Momente, da rutscht ihr mal die Hand aus, haben wir auch mal eingebaut, also ne, bei der Tochter. Und das ist ja, wäre es für sie eigentlich ein Unding. Aber da brodelt halt mal was über und dann passiert es. Aber ich habe halt versucht im Schreiben, manches auch etwas humoristisch einzuflechten, ja, was ich aus Stefanis Expertise mit Führung und so weiter, was ich da jetzt kennengelernt habe.
Dann isst sie vielleicht mal ein Stück Kuchen oder sie setzt sich im Büro auf den Stuhl und tut nichts. Dann kommen die Assistentin rein. Ja, wie, was machen Sie? Nix. Ja, Sie müssen doch irgendwas machen. Also so holt sie sich runter in dem Moment, nichts tun, Löcher in die Luft starren, alles ausblenden. Das hat sie geübt und es gelingt ihr oft sehr gut, aber halt auch nicht immer. Wie im normalen Leben auch. Ja, und genau das ist das, was Uli jetzt sagt, ist genau das, was wir damit ausdrücken wollen. Wir wollten keine Heldin, die idealisiert. Wir wollten jemand, an dem man sich orientieren kann und wo wir auch subtil, und das werden wir auch, je länger das jetzt auf LinkedIn veröffentlicht wird, desto mehr werde ich auch auf die Theorie eingehen, weil dann eben auch mal die Figur kennt und das Vorgeplänkel des Kennenlernens ist dann auch abgeschlossen, sodass wir auch wirklich wieder den Bezug direkt zu diesen fachlichen Themen nehmen können. Aber wir wollten keine Figur, die so ganz oben auf so einem Podest steht und die sich durchs Leben atmet und die nie irgendwie aufbraust und die immer Contenance wahrt und die immer alles perfekt macht. Das wollten wir ja gerade nicht, weil das ist ja nicht das Leben. Und das ist ja vor allen Dingen nicht das Leben auch als Mutter. Und im Job ist es allemal nicht so. Man lebt in einem sozialen Gefüge, man muss sich an alle anderen, an allen anderen orientieren. Und insofern haben wir wirklich eine Figur, die hat Ecken und Kanten, wenn man so mag. Stärken und Schwächen, und die zeigen wir auch. Und wir zeigen, genau wie Uli das gerade sagte, das Tool mit dem Wink, mit dem Zaunpfahl. Hallo, wenn du dich gerade nicht in der Balance fühlst, atme doch mal durch, geh doch mal spazieren, trink doch mal einen Schluck Wasser. Also versuchen, das subtil schon als Kraft rüberzubringen. Aber wir haben genauso Momente, wie die Uli gerade sagte, wo sie nicht mehr kann. Oder wo die einfach einen Fressanfall kriegt. Dann kauft sie sich ein Eis mit 10 Kugeln oder irgendwie sowas. Weil wir brauchen keine Idealheldin. Wir brauchen keinen Superwoman. Weil wer ist denn schon so im Leben? Und diesen Optimierungswahn, den sind wir auch leid. Den sieht man ja überall. Alle jungen Frauen müssen sich optimieren. Das wollen wir nicht. Ja, Wir sind auch nicht mehr in dem Alter, in dem wir uns optimieren wollen, by the way. ganz genau, brauchen wir nicht mehr, haben wir nicht mehr Nein. nötig. Wir kennen bestimmt die Geschichte mit der Frau mit dem lila Hut, ne? Nein, ich nicht. Nein? Wie du? Nö. Nee. Okay, also dann erzähle ich sie mal Ja, hier in dem bitte. Rahmen. Als 8-jähriges Mädchen guckt sie in den Spiegel und denkt sich, ja, hübsch, süß, rennt raus und es geht weiter. Als 18-Jährige guckt sie in den Spiegel, ist alles okay mit dem Teint und die Pickelchen und so weiter und so fort. Und naja, sagt sie halt, was soll's, ich muss irgendwie weiter. Als 28-Jährige ist sie schon voll im Job drinne und da muss alles natürlich perfekt sein, da muss ihre Ausstrahlung passen. Ulrike hat sich jetzt vor Schock vom Stuhl Nein, alles gut. Mach mal weiter. Erzähl mal weiter. gehauen. Als, wo waren wir bei der 28? Als 38-Jährige beginnt sie so über sich nachzudenken, wie weit ist es noch wichtig, wie sie angezogen ist, wie sie sich schminkt, ob es nicht noch andere Dinge gibt, die wichtiger sind, die inneren Werte. Mit 58 wird sie so langsam cooler und ja, macht sich so ein bisschen zurecht und sagt, ach ja, alles okay soweit. Und irgendwann ist sie 80, setzt sich ihren lila Hut auf, sieht sich mit ihren Falten, mit den Spuren, dass sie gelebt hat, dass sie Glück hatte, dass sie Freude hatte, dass sie Trauer hatte und sagt, ich bin genau richtig, wie ich bin. Wow, das ist ja rührend. Ja, Ja. ich Das ist finde, eine da muss kleine man nicht. Episode. Uli weiß darum, ich lebe ja in einer Patchwork-Familie und ich habe schon zwei Enkelkinder. Bin ja schon zweifache Granny, die nur geraume Jahre jünger sind als meine eigene Tochter. Und ich habe mal gesagt, ich will die coolste Granny ever sein. Und ich nehme das auch fest vor, ich weiß ja nicht, ob ich 80 werde, aber wenn ich 80 bin, kaufe ich mir einen coolen Hut mit einem Hut. Also ich finde, wir können das schon heute machen. Wir müssen Ich nicht wollte gerade, warten. das wollte ich gerade sagen. Also ich bin ja auch sehr gerade in einem Prozess noch. Ich möchte auch in manchen Dingen noch vorankommen. Und es ist tatsächlich das, was ich auch sehr viel übe, weil das war etwas, mit dem ich speziell in der Vergangenheit ein bisschen gehadert habe, dass ich, ne, manches war irgendwie ein bisschen doof und das lehnt man natürlich ab, will man nicht haben. Und deswegen schließt sich da schön der Kreis, einfach die Dinge an sich anzunehmen, auch mal, dass man doof ist, dass man was nicht hinkriegt, dass man mal über die Stränge schlägt.
Fehler macht, scheitert. Und das finde ich schön und ich finde es spannend, das zu üben. Ich sehe das gar nicht so als Muss oder ach, jetzt muss ich wieder. Also ich finde es ein sehr spannendes Abenteuer und es bringt einen immer mehr in die Tiefen des eigenen Selbst, würde ich mal so philosophisch sagen, ja. Das ist so wahr. Und ich denke, wenn wir in uns Selbstliebe tragen, diese Selbstliebe pflegen, das ist ja etwas, das will gepflegt werden, wie unsere Blümchen, die brauchen ja auch Wasser. Und Selbstliebe ist nichts, die schlimmsten Gedanken, dafür brauchen wir tatsächlich nichts zu tun. Ja. Und was ich an dem Punkt, wenn ich da die Uli und dich noch ergänzen darf, was ich ganz wichtig finde, ist Humor. Also ich habe auch so ein paar Ticks, von denen ich denke, wow, die werden aber nicht besser mit jedem Lebensjahr. Aber ich stehe da heute zu. Dann sage ich ihm, okay, so bin ich halt. Und ich bin auch tiefenentspannt. Ich will nämlich nicht alle Menschen heiraten. Die müssen mich auch nicht alle heiraten. Insofern kann ich wirklich gut mit diesem Satz leben, everybody's darling is everybody's step. Ich habe überhaupt nicht den Anspruch, jedem zu gefallen. Ich bin auch jemand, wie viele Menschen, der gerne polarisiert. Aber ich glaube, das ist schnell so, wenn man so einen Beruf hat, der auch ein bisschen öffentlich ist. Aber das ist in Ordnung. Und ich sage das auch jedem Erstkunden zum Beispiel, wenn die Chemie nicht stimmt, das ist total in Ordnung. Lassen Sie uns drüber reden, weil ich würde es nicht persönlich nehmen, weil Sie sehen mich jetzt in meiner Rolle Ihnen gegenüber als Profi. Und wenn das nicht passt, gehen Sie zu einem anderen Profi. Und privat wäre es so, darum habe ich gesagt, ich muss nicht jeden heiraten, nicht jeder muss mich heiraten. Ich kann gerne mal ein bisschen Abstand nehmen und kann denken, oh, das war jetzt irgendwie doof, Stefanie. Und ich kann mich auch super gerne entschuldigen für Dinge, da fällt mir überhaupt kein Zacken aus der Krone. Genau. Ich kann es mit Humor nehmen, ich kann darüber lachen und bin nicht mehr wie doch als junge Frau. Und ich glaube, auch da gibt es Parallelen zu Uke und zu vielen, vielen anderen Frauen. Da habe ich mich geärgert und wollte gefallen und habe abgecheckt und kalibriert, wie muss es denn sein. Und natürlich versuche ich heute auch noch gewissen Mustern zu entsprechen, aber lange nicht mehr so wie als junge Frau. Also dafür bin ich dem Alter dankbar, dass bei dieser Art von Prozess auch wirklich fortgeführt wird und auch so End-Spannung einsetzt. Und das, was du gerade nochmal sagtest, diese Selbstliebe. Viele Menschen wollen das ja nicht hören. Ich habe nichtsdestotrotz, ich habe Theologie studiert und da steht in der Bibel im zweiten Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und auch wenn man nicht christlich ist, wenn man nichts von der Bibel wissen will, sollte man sich diesen Satz mal auf der Zunge zergehen lassen, weil dieser zweite Halbsatz ist immens wichtig. Wenn man sich selber nicht annimmt, wie soll man denn dann überhaupt Liebe für andere Menschen empfinden? Dann wird man grummelig, dann wird man geizig, dann gönnt man sich nicht, dann wird man verhärmt, dann lebt man in seiner Bubble. Dann kann man nicht auch geben, wenn man sich selber nicht angenommen hat. Ich glaube, das sollten ganz, ganz viele Frauen sich wirklich auf den lila Hut schreiben. Humor, bisschen Selbstironie. Ich bin gut, wie ich bin. Ich kann weiter an mir arbeiten, aber trotzdem ist es okay so. Also ich finde das ein schönes Statement. Das hat auch nichts mit Arroganz zu tun, finde ich. Deswegen darf man ja selbstkritisch bleiben. Richtig, viele Menschen verwechseln ja Selbstfürsorglichkeit und Selbstliebe mit Egoismus. Und das sind einfach zwei Paar Schuhe und das ist einfach so wichtig, es zu pflegen. Wie macht das denn die Amelie, wenn sie eben in solche Situationen kommt, Menschenliebe zu pflegen bei Menschen, die einem sympathisch sind, die ja einfach was ausstrahlen und man sich freut, mit ihnen zu sprechen und Zeit zu verbringen? Das ist relativ leicht, sage ich mal. Aber uns begegnen ja nun mal auch manchmal Menschen, vielleicht sogar die, die wir mögen, aber auch Leute, die uns vielleicht nicht so sympathisch sind. Und wie schafft man da die Kurve? Was hat da die Amelie mit eurer Begleitung geschafft, um Menschen, die eben aufgrund dessen, was sie sagen oder tun oder was sie nicht sagen oder nicht tun, aber wir erwarten es, wie geht sie damit um? Also ich würde mal sagen, die Amelie ist einfach konsequent, liebevoll, konsequent. Es gibt natürlich, ich denke, man darf unterscheiden, das haben wir auch so dargestellt, es gibt Menschen, die dermaßen moralische Grenzen überschreiten und da ist sie super konsequent. Das lässt sie sich nicht bieten. Sie steigt da aber nicht auf einen Art Hahnenkampf ein, sondern sie trifft dann ganz konsequent Entscheidungen und lässt sich davon nicht abbringen.
Wenn es jetzt was ist, wie zum Beispiel, dass sie von einem Kollegen mal angeschwindelt wird, ja, sie mag ja Ehrlichkeit unheimlich, dann ist sie da nicht nachtragend in dem Sinn, sondern sie geht auf ihre Weise um. Sie deckt offen auf, gibt aber demjenigen noch eine Chance und dann ändert sich auch das Verhältnis. Plötzlich werden die ganz, ganz dicke miteinander und das Gegenüber verändert sich auch. Also sie ist schon sehr liebevoll, aber immer offen und ehrlich in der Kommunikation, auch mit ihrer Tochter zum Beispiel. Wenn irgendwas nicht so geht, sagt sie das klar, aber sie gibt ihr auch das nötige Vertrauen und die Oh Wertschätzung, ja. trotzdem einfach weiter ihr Ding zu machen. Und ich sage auch, wenn Tabus einfach zu sehr irgendwo eine Grenze überschreiten, dann ist sie, ich würde mal sagen, gnadenlos, gell, Stefanie? Ja, also ich danke dir, Uli. Genauso würde ich es auch beschreiben. Sie kann zum Muttertier werden, zur Tigerin, zur Löwin, wenn irgendetwas was sie in ihrem Umfeld hat und das möchte sie beschützen. Das zeigen wir auch in einigen Szenen, auch unternehmerisch zum Beispiel. Sie kann auch für Arbeitnehmer, also für ihre Mitarbeiter, wirklich zur Löwenmama werden. Das haben wir auch bewusst so gemacht, weil ich zum Beispiel ein großer Fan davon bin, dass Führungskräfte auch Fürsorgepflicht haben, dass sie sich kümmern müssen. Dass das auch zu einer Aufgabe eines Leaders gehört, nicht eines Managers, sondern eines Leaders. Und ich habe eine Lieblingsszene, die finde ich so herrlich. Die hat Uli beschrieben. Da geht die Amelie in der Mittagspause in den Park und da passen natürlich dann auch so Dinge, passieren so Dinge, die kein Mensch braucht. Du hast ein schönes Kostüm oder ein schönes Kleid an und da kommt eine Taube und zack, hast du es auf dem hier Laps auf dem Kleid. Und dann setzt sie sich hin und dann trifft sie ein Pärchen. Und ich will jetzt nicht so viel vorwegnehmen für die, die noch nicht gelesen haben. Aber sie ist so ohne Vorbehalte. Sie guckt sich die Leute an und geht dann aber auch ohne Vorbehalte in den Dialog. Sie hat keine Profilneurose, muss Dinge richtig stellen, muss sich profilieren, muss sich in Pose setzen, in Szene setzen, sondern sie kann auf die Menschen zugehen, kann über Hürden gehen, die vielleicht manch einer ob seines Seins nicht nehmen kann. Und das finde ich so ungemein sympathisch. Und ich finde, Amelie ist es sehr schön zu sehen, dass sie Menschen dort abholt, wo sie stehen, ungeachtet ihres Statuses, ihrer Herkunft, ihrer Fähigkeiten, mit ihr Deutsch oder nicht Deutsch zu sprechen, sondern sie nimmt sie mit und das empfinde ich auch als eine Art Lebensmeisterschaft. Sie kommt privat sehr früh in eine Situation in unserem Buch, wo sie wirklich was zu wuppen hat und wo Uli und ich auch uns ausgetauscht haben, wie konkret dürfen wir die Situation angehen, wie scharf darf die sein, wo müssen wir ein bisschen abmindern, die Uli weiß jetzt schon, was ich meine. Und dann geht sie aber damit um, sie geht es an, sie braucht einen Augenblick, um ihre Wunde zu lecken, weil sie denkt, boah, das brauche ich jetzt ja so gar nicht. Und dann ist sie aber für ihre Familie da und genauso erleben wir das auch im Unternehmen. Sie hat vielleicht den Moment der Schwäche in Anführungsstrichen, wo sie nicht sofort perfekt reagiert. Das wollten wir aber so, weil wir wollten sie menschlich, emotional, sozial kompetent zeigen. Und dann fängt sie sich aber und dann wird sie eben zu diesem, wenn die verteidigt und die das, was sie kann und was sie hat, einsetzt und einbringt. Genau. Und wie fängt sie sich? Was hilft ihr, dass sie sich fangen kann? Ich glaube, Uli, du hast eingebaut, atmen, spazieren gehen. Sie nimmt sich auch mal eine größere Auszeit, da packt das Köfferchen, wie ich vorhin schon gesagt habe, und fährt mit Schokolade, weg. Schokolade, Kuchen. Schokoladen, Eis, Schokolade, Kuchen. Okay. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig. Sich auch mal einfach aus einer Situation rauszunehmen. Also einfach mal, wenn man Genau. merkt, da ist jetzt Überforderung, dann geht sie mal kurz Genau. einfach aus der Sich einfach. Situation raus, um dann Genau. nicht ne, weil gegen die Emotionen, also die sind ja halt da, die können wir nicht Eben. fernhalten, die kommen oder kommen nicht. Und wenn sie merkt, es ist echt übergeschäumt an Wut oder sie regt sich auf, dann ist natürlich schnell mal ein falsches Wort gesagt oder dann ist nicht gut verhandeln, nicht gut kommunizieren. Und dann nimmt sie sich einfach mal kurz raus, bis sie merkt, jetzt ist sie wieder so ein Genau. bisschen auf Normal Null. Genau. Genau, das ist dieses Thema, einfach dieses gesunde Abgrenzen. Ja. Und wenn es klappt, ohne dabei andere auszugrenzen, aber wenn das passiert, dann ist es halt so, ist ja auch kein Thema. Wie pflegt denn Amelie so ihr Innerstes, ihre Potenziale? Was tut sie da dafür für sich? Also ich muss jetzt spontan denken, Uli, Amelie isst und trinkt gut.
und schläft gerne. Richtig. Aber vielleicht fällt dir noch mehr ein. Also sie liebt Sport und sie liebt mit ihrem kleinen Flitzer, dessen Marke wir nicht nennen wollen. Also ist sehr klein. Da liebt sie es, durch Frankfurt zu düsen. Also sie mag Schönes. Also sie ist jetzt kein Luxusweibchen, aber sie genießt Ästhetik, auch mal ein schönes Möbelstück, einen schönen Fußbodenbelag. Also ich glaube, sie genießt da schon das Leben, ohne jetzt irgendwie so drüber zu sein. Ja, und du hast Ulis gerade nochmal gesagt, das erinnert mich natürlich daran, zum einen macht sie Sport, sie ist Kickboxerin, also sie hat auch einen Kompensationsmoment, wo sie sehr vielleicht gut. auch Gefühle ein Stück weit kompensieren kann. Und sie ist eine begeisterte Handwerkerin. Und da sehe ich auch so einen Moment, ich finde es immer gut, wenn Menschen so Hobbys haben, wo sie sich zum Beispiel auch manuell haptisch betätigen können, was bewegen können, ein Ergebnis sehen. Auch das ist immer wichtig, finde ich, im Vergleich zu manchen Dingen, die man in der Familie oder im Beruf hat, wo man nicht sofort Ergebnisse sieht, wo man halt langfristig, langwierig warten und handeln muss. Und das alles hat Amelie. Also im Prinzip hat die, ich glaube, man könnte sagen, entschuldigen Sie bitte den Ausdruck, liebe Zuschauer, ein stinknormales Leben und ist auch irgendwo eine stinknormale Frau. Aber genau das bringt es ja auf den Punkt. Wir wollten weder Klischees aufmachen und bedienen, und das tun wir auch nicht im Buch, nicht was Geschlechterrollen betrifft oder sonst. Also wir versuchen wirklich, die Dinge so zu beleuchten, wie natürlich sie sehen als Socials. Das ist ja klar, das macht Amelie natürlich ein Stück weit aus. Ich erkenne aber an der einen oder anderen Stelle, manchmal hat Amelie mir auch was voraus. Und das finde ich auch ganz gut, weil ich kann mich ein bisschen an ihr orientieren. Aber sie ist sich ihrer Potenziale durchaus bewusst, das würde ich so sagen. Also sie ist eine reife Frau, also sie ist 49, geht auf die 50 zu, im Sinne einer reifen Frau, persönlichkeitsreif, würde ich mal so sagen. Also sie ist sich durchaus bewusst, was sie kann, was sie verstärken hat, und die setzt sie auch ein. Und wie aber Stefanie schon sagte, aber auch mal was nichts mit dem Beruf zu tun hat. Also auch da die Potenziale leben, wie Sport, dieses Durchsetzungsfähige, oder auch bei der Möbelrestauration, das Kreative, diese Ästhetik. Also da ist es sich, glaube ich, das ist schon sehr weit und sich bewusst und pflegt das auch. Und ich glaube, Uli, das fällt mir jetzt auf, wo du es nochmal beschreibst, das gefällt mir besonders gut, weil ich erlebe auch so oft in meinem Beruf, dass ich zum Beispiel wirklich hochrangige Manager zum Arbeiten da habe, und wenn wir dann so neuralgische Stellen der Persönlichkeit kommen und ich dann sage, ich würde sie gerne einmal sehr direkt etwas fragen, und dann frage ich, was machen wir denn, wenn wir ihnen den Beruf wegnehmen? Was bleibt? Was macht sie aus? Wie definieren sie sich? Also es ist ja eine hypothetische Frage, aber diese Frage ist manchmal ganz wichtig, um zu gucken, wie definiert sich ein Mensch und worüber definiert sich ein Mensch. Und Amelie, finde ich, hat ungemein viele schöne Dinge in ihrem Leben, die sie ausmachen. Also ihr Leben ist so ein richtiges Mosaik, das teilweise natürlich sehr chaotisch ist, weil es ist ja, ich habe es ja schon gesagt, es ist ja ein stinknormales Leben. Unser Leben ist ja auch permanent Chaos. Da denkst du, gerade es läuft gut, heute war ein cooler Tag, und abends passiert doch noch was. Das ist immer so, ne? Wenn du dann gerade denkst, so, wow, jetzt ist alles hier gechillt, dann passiert irgendwas. So ist aber das Leben, und das ist im Unternehmen auch. Dann denkst du gerade, jetzt habe ich einen Flow, jetzt läuft, die Zahlen sind gut, die Mitarbeiter sind zufrieden, ich kann wirklich schön auch die Führung erleben, und dann schwuppdiwupp kommt irgendwas, wo du denkst, also nee, das habe ich jetzt nicht gebraucht. Aber so ist es. Ja, wir arbeiten deswegen auch schriftlich, also wir sind ja schon etliche Seiten voraus, also 200 Buchseiten, wenn man es mal so sehen würde, sind ja schon vorgeschrieben. Ne? Also wir haben ein bisschen was in petto, damit ich nicht so ins Schwitzen komme da, wenn ich jede Woche was veröffentlichen soll. Aber wir arbeiten auch in den Handlungssträngen so ein bisschen vage darauf hin. Es ist für uns selbst noch offen, dass es auch komplette Wendepunkte im Leben geben kann. Einer, der tritt jetzt dann demnächst schon ein, und andere vielleicht mal beruflich, vielleicht mal sonst noch privat. Also da sind wir auch offen und freuen uns dann auch auf die Reaktionen der Leute, weil das wollen wir auch dann abbilden. Absolut. Dass mal so ein Wendepunkt oder aus einem Tiefpunkt vielleicht irgendwas resultiert, was ganz Neues. Und genau das ist jetzt meine nächste Frage. Also sie ist an einem Wendepunkt, sie steht vor einer Entscheidung und sie weiß, sie sollte sich jetzt entscheiden.
Wie geht sie vor? Hat sie sich davor die verschiedenen Optionen angeschaut oder hat sie so dieses typische Entweder-oder-Denken? Wie macht es eure Amelie? Sie ist ein Fan von Listen, gell? Listen. Also sie Ja, schreibt gerne. Das führt sehr sie auch gut. in einer Situation ihrer Tochter vor. Also da machen sie so einen Familienrat. Also sie tagt gerne mal am Küchentisch mit der Familie und macht es dann für alle. Und sie ist sich eine, die durchaus mal abwägt, aber dann auch sehr ihrem Instinkt folgt, wenn irgendwo was nicht mehr passt für sie. Und auch da ist wieder ein Grat überschritten. Dann verlässt sie diese Spur. Sehr mutig. So würde ich sie jetzt mal beschreiben. Und Also aber nicht sie verlässt. kopflos, jetzt nicht völlig kopflos, ne, sondern sie macht sich schon Gedanken, arbeitet gern auch mit Listen, aber wenn dann auch wieder eine gute Konsequenz. Ja, absolut. Und Also auch es das, ist schon so. Entschuldigung, ja, also auch das, ich würde es gerne noch ergänzen, Kam. Ich liebe so im Management den Satz, jeder braucht ein warmes Herz, einen kühlen Kopf und arbeitende Hände. Und bei Amelie ist es wirklich die Reihenfolge, sie hat ein super großes, warmes Herz, aber sie schaltet den Verstand nicht aus. Dafür nimmt sie dann zum Richtig. Beispiel Listen und macht, was könnte möglich sein, wer hat welche Rolle, wer kriegt welches To-Do. Und dann geht sie es aber an. Also sie ist niemand, der im Planen stecken bleibt, sondern sie geht es an. Und das finde ich zum Genau. Beispiel ist auch etwas sehr Positives, was wir auch gerne zum Beispiel den Frauen als Leserinnen mitgeben wollen, dass sie sich trauen. Wenn sie spüren, es ist richtig, wenn sie auch eine Idee haben, wie es sein könnte, dass sie es umsetzen, dass sie es probieren. Ich habe da so ein Genau. bisschen aus den vergangenen Tagen den Satz von Pippi Langstrumpf im Kopf. Ich habe das noch nie Ja, gemacht, habe ich ich mache das jetzt mal, gelesen. das geht gut, das weiß ich, das wird cool. Ja. Also frei übersetzt. Aber das wünsche ich mir auch, weil ich glaube, viele Frauen, viele Leserinnen, wenn sie mal ganz tüchtig in sich reinhorchen, stecken fest in dem, boah, traue ich mich nicht, was könnte passieren? Und dann macht man Plan B, Plan C, Plan D und dann irgendwann ist es so, dann hat das wie beim Beipackzettel von der Kopfschmerztablette. Dann, oh, um Gottes Willen, die nehme ich nicht. Und so ist es dann auch manchmal im Leben. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, auch das hat übrigens was mit Älterwerden zu tun, finde ich, dass man so wenig verlieren kann. Also ich meine jetzt nicht Börsenspekulation oder so, das mache ich nicht. Aber in der Begegnung mit Menschen, das Schlimmste, was dir doch passieren kann in der Begegnung mit Menschen oder wenn du eine neue Situation angehst, ist doch, dass dein Gegenüber mag dich nicht leiden und du triffst ihn vielleicht nicht wieder. Und die neue Situation, die du nicht so gewuppt hast, wie du vielleicht gedacht hast in deinem Kopf, dann lernst du draus und machst es nächstes Mal anders. Aber Absolut. nicht in jeder Situation sterben wir ja gleich oder irgendwas Dramatisches passiert. Und das finde ich ist auch so eine wunderbare Botschaft, die von Amelie rüberkommt. Die traut sich was, die geht's an. Die sagt, Genau. okay, geht ja jetzt nicht anders. Also weiter, Krönchen richten, los. Ja, genau. Wundervoll. Ja, also ich muss sagen, mir macht das Interview mit euch und eurer Amelie jede Menge Spaß und ich finde es toll, wie ihr sie leben und aufblühen lässt und wie ihr sie menschlich sein lässt. Und das ist wichtig für uns Frauen. Es ist aber auch wichtig für uns Männer. Und ich denke, wir können da ja immer auch voneinander lernen Auf jeden und Fall. uns gegenseitig befruchten. Und das da ist auch, denke ich, Amelie ein tolles Sprachrohr. Ich finde es einfach nur großartig. Vielen Dank. Ja, vielleicht noch zum Schluss, weil das Thema ja wirklich selbstfürsorglich sein, sich pflegen, seiner Bedürfnisse bewusst sein, dadurch die Bedürfnisse anderer spüren können, dann auch mal über sich steigen, um runterzukommen, um die Situation auszusortieren, sich seiner Potenziale bewusst zu sein, die Optionen, die es im Leben gibt, spüren zu können, um dann wirklich es machen zu können. Das ist ja letztendlich das Ziel von jedem von uns und das ist letztendlich auch der Weg ins Glück. Wenn wir auf dem Weg sind und merken, da tut sich was, das ist ja das, was uns bereichert und was unser Leben so wertvoll macht. Und deshalb vielleicht noch eine Frage an die Amelie. Vielleicht flüstert sie euch beiden da noch was zu. Was wollen wir denn so noch zum Abschluss für unsere Zuhörerinnen, Zuschauerinnen und Zuhörer und Zuschauer mitgeben auf dem Weg?
Ich überlasse Stefanie. Das Ich wusste, Flüsterwort wer als muss erstes. das Ich habe dann auch noch was anderes zu sagen. Da kam dann spontan was anderes in den Sinn. Aber leg mal los, ich glaube. Also meine Hauptbotschaft über Via Emily würde sein, dass ich alle Damen, die das lesen, also ich spreche jetzt erstmal zuerst die Damen an, alle Damen, die das lesen, dass sie sich einfach ihrer Kompetenzen mehr bewusst werden, dass sie nicht immer hinterfragen, was sie nicht können, sondern dass sie einfach schauen, insbesondere wenn sie Mama sind und einen solchen Szenenwechsel wie die Amelie erleben, Szene Job, Szene Privat, Szene Privat, Szene Job, dass sie einfach schauen, wow, was kriege ich hier alles gewuppt? Ich kann Vorbild sein, ich kann Ziele setzen, ich kann mein Kind motivieren, ich kann aber auch Nein sagen zu meinem Kind, ich kann es auch kritisieren, ich kann unendlich mit ihm verhandeln, zum Beispiel in der Pubertät, in der ist die Tochter von der Amelie noch ein bisschen, würde ich mal behaupten. Ich kann total gut organisieren, ich kann auch delegieren, wenn mir etwas zu viel wird. Also ich kann unendlich viele Dinge aufzählen und wenn Frauen sich mal bewusst mit dem, was sie wirklich den ganzen Tag so wuppen, auseinandersetzen, dann würden sie merken, dass sie das in der Familie tun. Und dann einmal zu schauen, was mache ich denn davon auch alles im Unternehmen? Wo bin ich denn da auch Vorbild? Wo motiviere ich, sei es meine Kollegen oder wenn ich Chefin bin, meine Mitarbeiter? Wo gebe ich ein Sicherheitsgefühl, wenn alle denken, oh, hier bricht gerade alles zusammen. Wo verhandle ich? Wo sage ich nein? Wo delegiere ich? Wo alles möglich? Also ich könnte wirklich jetzt monologisieren. Ich will damit nur zum Ausdruck bringen, ich würde mir das viel mehr Frauen sagen, yes, I can. Ich kann das. Und warum spreche ich ein bisschen mehr die Frauen an als die Männer? Weil ich glaube, die Männer, ohne es jetzt zu pauschalisieren, aber neigen generell ein bisschen mehr dazu, zu sagen, dass sie was können. Ich glaube, die haben da eine weniger große Hemmschwelle als wir. Und das wäre so meine Hauptbotschaft. Ey, guckt euch die Amelie an. Die ist eine ganz normale Frau, die wirklich Familie und Beruf wuppt. Und erkennt euch ein bisschen wieder, reflektiert euch ein bisschen in der jeweiligen Situation, die ihr vielleicht auch schon mal erlebt habt in eurem Leben und geht da raus und sagt so, Kopf hoch, Krönchen auf und es ist gut, wie es ist und ich bin gut, wie ich bin. Und auch da nochmal die Abgrenzung, es hat nichts mit Arroganz zu tun, es hat nichts mit Egoismus zu tun, das hat was mit einem gesunden Selbstwert zu tun. Absolut. Und welche Botschaft hat die Amelie für die Herren der Schöpfung? Ich glaube ja, dass es die Amelie auch ein Amelius oder whatever sein könnte. Also das ursprüngliche Manuskript war ja wirklich für Eltern. Und auch da hätte ich Okay. sogar noch weitergehen können. Ich glaube, alle Menschen, die mit Kindern zu tun haben und sich reflektieren, weil Kinder so wahnsinnig gute Sparringspartner sind, Jugendliche so wahnsinnig ehrliche Sparringspartner sind, für die könnte genau das gelten. Weil ich glaube natürlich auch, dass Männer ihre Selbstzweifel haben und dass Männer sich gar nicht bewusst sind, wie ähnlich manchmal die Situation zwischen Vater sein und Chef sein oder Kollege sein sich darstellt. Weil da wäre meine Botschaft, hey, du gehst immer als ganz Mensch in eine Situation. Du bist nicht zu Hause, Papa, ziehst vor der Unternehmenstür einen Mantel an und jetzt bin ich Chef, sondern auch da wünsche ich mir viel mehr Ganzheitlichkeit in der Persönlichkeit, weil dann könnte auch viel mehr Menschlichkeit gelebt werden, viel mehr mit Gefühlen und sozialer Kompetenz agiert werden. Dann wäre Führung nicht so wahnsinnig hoch aufgehängt, weil Führen ist in meinen Augen immer noch was anderes Management. Das sind zwei Dinge, die muss man nochmal differenzieren. Ich spreche hier wirklich von Menschen führen, mit Mitarbeitern umgehen, nicht Zahlen oder Unternehmensführung, sondern ein Aspekt des Management ist ja die wirkliche Menschenführung. Und ich glaube, da kann jeder Absolut. Mann auch sagen, ach, da kann ich mir aber Amelie auch noch ein bisschen was abgucken. Ich ist ja eine Genau. Frau, aber trotzdem lerne ich noch mal Aber das von ihr. Schöne ist ja, wir haben ja auch einige männliche Leser. Das war ja auch unser Wunsch. Wir wollten nicht nur ein Frauenbuch, deswegen heißt es ja das erste Frauenbuch auch für Männer. Ja? Genau, in Und Klammern, genau. genau, und die Männer fühlen sich damit auch wohl, weil ich finde das sehr schön. Also ich habe zu Hause einen ganz tollen Mann. Und der hat typische männliche Aspekte. Ich finde aber auch, und das ist so meine Kategorisierung, typisch weibliche. Also, ne, er spricht unheimlich viel über Emotionen, er ist sehr einfühlsam, würde man Wow. jetzt keinem Mann so zusprechen. Und trotzdem ist er ganz Mann. Und ich finde das unheimlich schön, was Stefanie auch schon sagte oder was du dann sagtest.
Wir können doch alle irgendwo miteinander und voneinander lernen. Natürlich haben wir oft eine Prägung in der Erziehung. Ne? Die Jungs werden so erzogen, die Mädchen so. Deswegen sind wir ja so, wie wir sind. Aber auch Genau. da eine gute Prise Humor. Wir lachen uns hier kaputt oft über manche männliche, weibliche Klischees, wie das Weibliche mit den vielen Quatschen. Da muss ich oft viel anhören. Und wenn wir das so mit Humor nehmen und aber dem anderen offen begegnen und vielleicht auch sehen, wie derjenige oder diejenige, also da kann man doch voneinander profitieren. Man kann es nicht nachahmen, sonst hätte ich längst die Gelassenheit meines Mannes irgendwie implantiert. Geht leider nicht. Aber ich finde es schön, wenn man solche Rollen und Vorbilder oder auch manchmal Schwächen zu sehen, wenn man das miterleben darf und irgendwas davon mitnehmen. Und sich dann im gleichen Maße, was du sagtest, Stefanie, auch über die eigene Wertigkeit bewusst werden. Und das erlebe ich sehr viel in meinen Interviews mit den Leuten, wenn ich dann Geschichten schreibe. Viele sind sich ihrer Stärken gar nicht bewusst, weil das so normal ist, dass man erstmal von außen so ein bisschen hinstupsen darf, um zu sagen, du, das ist nicht normal, das ist gigantisch genial, ne? Und das wäre so meine Botschaft. Also ich fände es schön, wenn man sich da gegenseitig ein bisschen den Spiegel reichen kann. Machen wir uns auch gegenseitig. Also ich bin immer sehr beglückt über den Spiegel, den ich von Stefanie kriege und umgekehrt hoffentlich auch, Ja. dass wir uns da wertschätzen in den Stärken, weil manchmal vergisst man es halt im Alltag. Dann ist alles nur noch doof, wenn ein doofer Tag ist und das hat man dann irgendwie plötzlich mal vollkommen vergessen. Ja. Vielleicht darf ich noch einen Satz sagen, was ich auch ganz schön finde. Also ich arbeite gerne und viel im Mentorship mit jungen Frauen und denen sage ich immer so, versuch doch bitte nicht wie Männer zu werden, bleib doch bitte Frau dabei. Oh Und ja. gleich beginnt von Anfang an, weil ich habe auch so meine Erfahrung gemacht, als junge Fernsehmoderatorin war das kein Ding, da war ich sehr Frau. Aber als ich dann Trainerin wurde nach der Ausbildung, habe ich immer Anzüge angezogen, habe die Brille aufgesetzt, habe die Haare hochgeschnitten. Ich wollte also quasi mir so eine gewisse Autorität anziehen und wollte auch ein Stück weit, glaube ich, eine gewisse Bildung damit erzielen, weil ich mich halt noch nicht sicher fühlte. Und ich versuche immer den jungen Frauen zu sagen, ey, es gibt Dinge, die machen Männer und es gibt Dinge, die machen Frauen. Und so modern wir leben, es ist okay. Ich muss immer schmunzeln. Die Uli weiß, ich gucke, wenn ich Zeit habe, abends so gerne eine bestimmte Sendung. Die kommt auf einen bestimmten Sender abends um 18 Uhr. Und irgendwann geht es darum, dass jemand zahlt. Und jedes Mal muss ich lachen, weil jedes Mal sagt die Frau, wenn der Mann eingeladen hat, ach, das finde ich so schön, das ist so ein Gentleman. Und dann denke ich, guck mal, bei aller Emanzipation, bei allem Bewusstsein dafür, was wir Frauen können, gibt es doch Dinge, die sind auch schön, weil wir sie einteilen können in Männer und Frauen. Ich gebe es gerne zu. Ich finde es auch schön, wenn mir ein Mann in den Mantel hilft. Und ich gebe es auch gern zu, wenn mein Mann die Rechnung zahlt, finde ich es auch gut, obwohl ich mein eigenes Geld verdiene. Trotzdem fühle ich mich sehr auf Augenhöhe in gewissen Dingen. In gewissen Dingen gibt es aber, und das finde ich auch schön, das kann man auch by the way bei Amelie sehen, in gewissen Dingen ist der Mann für die Dinge zuständig, insbesondere auch bei der Tochter. Und für gewisse Dinge ist die Amelie zuständig. Also bei uns heißt es auch, ich bin ja dreifache Mama und Schwiegermama und Großmutter und hast du nicht gesehen, ich bin für gewisse Dinge im Softskill-Bereich zuständig. Mein Mann sagt, dann kann ich nicht, mach du mal, dafür bist du zuständig. Ist mir alles zu gefühlig. Das finde ich aber auch nicht schlimm. Also ich finde, das nimmt uns Frauen nichts von unserer Emanzipation, wenn wir denn diesen Begriff überhaupt nehmen wollen. Und das ist auch bei der Amelie so. Also die kann sehr gut auch das Backen ihrem Mann überlassen und die lässt den auch kochen und machen und Der ist tun ja und kann. Konditor, der kann das ja auch viel besser. Stichwort Schokotorte. Also wir würden gerne damit zum Ausdruck bringen, dass es wirklich nicht aus Spaß nur eine Lektüre für Frauen ist, die auch Männer lesen können, sondern wir meinen es auch wirklich so, weil es ist kein wirkliches Frauenbuch, wo es um die Emotionen und die Dinge von nur Frauen geht, sondern es ist wirklich eine Lebensgeschichte, die wir da darstellen, die sich einmal auf privater Ebene und einmal auf beruflicher Ebene darstellt. Ja. Also ich bin von eurem Projekt auf jeden Fall sehr begeistert, habe das auch sehr genossen, mit euch das Interview zu führen. Ja, meine letzte Frage, wie haben euch denn meine Fragen gefallen?
Also ich finde es sehr gut und sehr mutig. Und putzigerweise, Carmen, habe ich heute Morgen 3 Artikel über Menschlichkeit gelesen. Und dann habe ich doch gedacht, wie ist das doch manchmal im Leben, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, du mit den Emotionen, was so wichtig ist. Und dann fallen mir noch so Dinge entgegen, die wirklich auch alle in diese Richtung gehen. Und ich persönlich bin sehr davon überzeugt, dass es Menschen wie dich geben muss, die sich trauen, auch damit rauszugehen, die auf Menschen damit zugehen und die ihnen auch sagen, alles, was du fühlst, was du in dir hast, ist richtig, weil es ist da. Negiere es nicht, verneine es nicht, finde es nicht schrecklich, sondern nimm es an. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit Uli darüber. Ich habe das mit meiner Tochter zum Beispiel mal eine Zeit lang gemacht, wenn sie Angst oder irgendwas hatte, irgendwas Diffuses. Dann habe ich gesagt, komm, lass es uns mal anschauen. Was ist es denn? Wir geben es einen Namen. Wir haben damit wirklich uns auseinandergesetzt und haben es nicht negiert, haben es nicht weggeschoben oder haben gesagt, gibt es nicht, braucht man nicht, wollen wir nicht. Sondern ich glaube, das muss man einfach begreifen, dass das Dinge sind, die zu einem gehören, die teilweise auch vielleicht furchtbar sind, weil man sie nicht haben will, aber sie sind nun mal Teil der eigenen Persönlichkeit. Und ich glaube, es ist besser, sie anzunehmen und sich damit auseinanderzusetzen, sofern das möglich ist, als sie abzulehnen. Deswegen, ich finde dein Thema Emotionen, um es auf den Punkt zu bringen, sehr, sehr wichtig. Und damit habe ich deine Fragen auch sehr gerne beantwortet. Herzlichen Dank, liebe Stefanie. Geht mir genauso, liebe Carmen. Ich fühle mich davon sehr angesprochen. Vor allem, also ich fühle mich von allem angesprochen, was in Richtung Tabu geht. Und ich finde, es ist noch ein Tabu. Emotionen, wo vieles dazu zugehört, auch zum Beispiel Ängste, und da kann ich ein Lied davon singen, irgendwie immer zu deckeln und nicht zeigen zu dürfen, vor allem als Unternehmer oder als Führungskraft oder wenn du irgendwo eine bessere Anstellung hast, also eine sehr verantwortungsvolle Anstellung, da wollen wir alle uns als Helden zeigen und präsentieren, und das finde ich schwierig. Auch, du hast ja die Überschrift auch in Kombination mit Erfolg. Ich fühle mich sehr viel besser und für mich innerlich erfolgreicher, wenn eben so ein Tabu nicht besteht und ich ganz Mensch sein darf in meinem Beruf und das auch zeigen darf. Und das ist so meine Philosophie und ich wünsche mir wirklich, die Menschen würden das sehr viel mehr machen, weil da, es ist einfach, es tut einem mehr gut. Genau, dafür lebe und brenne ich. Also das ist genau das, was mir am Herzen liegt und was wirklich jede meiner Ressourcen, wirklich jede meiner Ressourcen aktiviert hat, dass ich auch meine Baustellen, die ich habe im Leben, auch meistern kann. Und ja, ich selbst habe das auch als Führungsmensch, als Führungsfrau erlebt, dass wenn man sich menschlich zeigt, man sehr viel Respekt bekommt, auch wenn man sich traut, sich abzugrenzen und Nein zu sagen. So viele Menschen haben Angst davor, zu sagen, nein, das geht jetzt aus diesen und jenen Gründen nicht, weil sie denken, dann werden sie nicht mehr respektiert, nicht mehr anerkannt oder verletzlich. Und das ist wirklich eine Botschaft, die gerade jetzt in diesen Zeiten so wichtig ist, dass, wo die Menschen noch mehr denn je über ihre eigenen Grenzen hinausgehen und Gesundheit einfach leiden muss. Und das ist schade. Und wo es die Möglichkeit gibt, Menschen dabei zu unterstützen, da bin ich gerne da. Und ihr auf eure Art und Weise, das ist das, was uns verbindet, das ist unsere Menschenliebe. Und ich hoffe, dass wir dem einen oder der einen oder dem anderen ein paar schöne Inspirationen mitgeben konnten. Ich bedanke mich aus ganzem Herzen bei euch beiden. War wunderschön mit euch. Und ja. Vielen Dank auch. Und Amelie sagt gerade, ihr hat es auch Freude bereitet. Sie hat sich wohl gefühlt. Danke, Ulrike. Ist noch ganz wichtig, dass wir sie auch noch. Ja, dass wir sie auch zu Wort kommen lassen, genau. Genau. Zum Abschluss. Also dann, zum Abschluss, genau. Dann wünsche ich euch beiden und der Amelie noch einen wunderschönen Tag. Ich bleibe dabei, beobachte ihre Entwicklung auf LinkedIn und ganz, ganz spannend. Macht's gut, ihr Lieben. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss.